Der gebürtige Kindberger Günther Sander schreibt Gedichte mit dem Pinsel, erzählt Geschichten mit seinen Bildern, die ein Stück Seele freigeben. Seine Porträts waren und sind begehrt bei prominenten Persönlichkeiten wie Willy Brandt, Arnold Schwarzenegger oder Fußballlegende Franz Beckenbauer. Nun stellt er einige seiner Werke in der Galerie K in Kindberg aus. Thema: philosophische Symbiose zwischen Physik und Mythologie. Also neu ist teilweise ein hochinteressanter Auftrag im Hintergrund. Das wird auch in 2, 3 Wochen aktuell werden, gerade in Kindberg. Und Physik ist auch von den Griechen wahnsinnig intensiv übermittelt. Nicht nur die Götter und der Olymp, wo ich ja schon lange, 20, 30 Jahre mich damit beschäftige. Ich darf nur das Beispiel nehmen von Pythagoras. Über Newton zu Einstein. A Quadrat, B Quadrat, und das kennen wir ja alles. Günther Sander malt Poesie, erzählt Geschichten mit kräftigen Farben auf großflächigen Bildern, die wie Fotografien wirken. Immer wieder finden sich Schachbrettmuster und Spielkarten darin wieder. Weil ich versuche schon mit Symbolen zu arbeiten, die sofort verständlich sind. Und bei den Spielkarten ist es nur die Thematik, was wir in die Hände kriegen. Beim Kartenspiel wissen wir nicht, gute oder schlechte Karten, wie im Leben. Aber was wir damit anfangen, was wir gestalten, das liegt an uns. Und es heißt ja auch, die Karten werden neu gemischt. Neben seinen philosophisch-poetischen Bildern hat er sich vor allem durch Porträtauftragsarbeiten namhafter Persönlichkeiten einen Namen gemacht, wie die des deutschen Ex-Kanzlers Willy Brandt, Arnold Schwarzenegger oder Schauspieler Bully Herbig, deren Leben er künstlerisch auf Leinwand brachte. Auftraggeber war eigentlich die SPD selber. Der Willy Brandt war vorgesehen, 2 Stunden zu sitzen im Bayerischen Hof für Karikaturisten mit großen Namen, mit guten Namen, für die Süddeutsche Zeitung und so weiter gezeichnet. Und die SPD wollte aber einen jungen, unbekannten Maler auch, das passt gut in die Richtung, nicht in die politische, dass eben nicht nur Arrivierte, die so in meinem heutigen Alter waren. Ja, und dann hat er das durchgeschaut, die Bilder von 40, 50 Malern, die wir immer in Schwabing ausgestellt haben, immer von Mai bis Oktober. Es war eine richtige Sommergalerie. Und dann hat er dieses politische Bild gesehen, dann hat er meine Arbeiten, die er von Baum zu Baum auf einer Wäscheleine hängen, welche Art ich Porträt male, Aquarelle auch. Dann habe ich so über diesen Weg, weil hier ein engagiertes Bild war, eben dieses Glück gehabt. Als gebürtiger Kindberger und Träger des Goldenen Ehrenringes seiner Heimatstadt stellt Günther Sander anlässlich seines 75. Geburtstages seine Werke nun in der Galerie K in Kindberg aus. Ich weiß, ich war damals dabei, als er den Ehrenring bekommen hat. Da war der Johannes Wildner dabei, und das waren 2 Künstler, die Kindberg extrem auszeichnen. Vor allem der Günther Sander, der in der ganzen Welt unterwegs ist, der so viele Berühmtheiten gewonnen hat und für mich unvorstellbar eigentlich war in der Jugend. Und ich war dann einmal eingeladen, da war er 50 Jahre alt und da habe ich die Vreni Schneider kennengelernt. Und das war für mich natürlich ein großes Erlebnis. Damals war sie top. Und solche Persönlichkeiten und Berühmtheiten hat er viele kennengelernt. Und die schätzen auch den Günther Sander. Und ich glaube, das ist ganz etwas Wesentliches. Für mich ist das dann irgendwie normal geworden. Und wenn er da ist als Gast, ist es mein Onkel und als Bürgermeister etwas Ungewohntes, aber sehr Schönes. Wir sind sehr stolz in unserem Jubiläumsjahr, 35 Jahre Galerie K, 30 Jahre hier in diesen Räumlichkeiten, die Galerie mit dieser wunderbaren Ausstellung als Krönung sozusagen in diesem Jahr auch hier zeigen zu können. Zu den Höhepunkten seiner Ausstellungseröffnung zählte auch eine Performance am Kindberger Rathausplatz, die der Künstler selbst moderierte und die mit Tanz von Aline Moll untermalt wurde. Geboren wurde Günther Sander 1941 im steiermärkischen Kindberg und er begann früh zu zeichnen. Er besuchte die Bundesschule für angewandte Kunst in Graz, nahm praktischen Kunstunterricht im Atelier Eiselen in Ulm,
Er absolvierte außerdem ein Schauspielstudium bei Intendant Max Kraus in München. Das Studium finanzierte er sich durch den Verkauf von Bildern. 1970 wurde er als Kunststudent ausgewählt, vor versammelter Presse ein Porträt von Willy Brandt zu malen. Zahlreiche Ausstellungen, unter anderem in Zürich, München, Los Angeles, Wien und St. Moritz, zeigen vom großen Erfolg Sanders. 1994 erhielt er internationales Medienecho mit dem vom damaligen steirischen Landeshauptmann Josef Greiner in Auftrag gegebenen Porträt von Arnold Schwarzenegger. Heute wohnt Günter Sander mit seiner Frau und Muse Rebecca im malerischen Vico Morcote am Luganer See in der Schweiz. Die Ausstellung von Günter Sander ist noch bis zum 10. Juli in der Galerie K in Kindberg zu sehen.